Hallo meine lieben Zuschauer, was geht ab? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Bin gerade ziemlich entspannt nach dieser gestrigen, immer noch sehr guten Nachricht von dem Senate Hearing. Ist jetzt gerade, wir sind schon wieder auf coinmarketcap.com. Wie soll es anders sein? Und bevor wir zum eigentlichen Thema gehen, schauen wir uns noch kurz den heutigen Markt an. Denn heute geht es, wie ihr schon im Titel lesen könnt, ja um Railblox oder wie es jetzt umbenannt wurde, Nano. Ich denke, die meisten können uns noch unter Railblox. Ein sehr interessanter Coin und wie ich schon erwähnt habe, werde ich jetzt vermehrt wieder Coin-Reviews machen. Da ich momentan Semesterferien habe, ich habe gestern meine letzte Prüfung geschrieben. Ich habe jetzt einfach mehr Zeit und werde dementsprechend mehr Coin-Reviews machen, da ich noch einige Coins im Portfolio habe, die ich noch nicht vorgestellt habe. Tatsächlich habe ich ja noch fast gar keine Coins vorgestellt. Ich glaube, es waren 2, 3 oder 4 mittlerweile, also mit dem Top-3-Coin-Video. Und dementsprechend habe ich da einiges Nachholbedarf. Und wir schauen auch direkt auf den Markt, wie ich gesagt habe. Ihr seht gerade, der Preis geht gerade wieder ein bisschen seitwärts. Wir hatten gestern nach dem Hearing den kurzen Pump. Wir waren ja mal knapp unter 7K sogar. Sind dann hochgepumpt auf 8,7, 8,8K, so zwischenzeitlich. Gestern Nacht ging es nochmal runter. Da haben wahrscheinlich viele Asiaten verkauft, da sie den Pump gesehen haben. Und dann gingen wir nochmal runter auf unter 8K. Ich glaube, wir waren so bei 7,7K, wenn ich mich recht erinnere. Haben uns jetzt stabilisiert. Ich denke, das Größte ist jetzt mal geschafft. Wochenende ist immer eher ruhig in der Kryptowelt. Ich denke, jetzt wird es ein bisschen seitwärts gehen. Vielleicht erleben wir nächste Woche den nächsten Pump und gehen endlich wieder über die 10K, wo wir hingehören. Ich bin gespannt. Viel mehr Interessantes gibt es jetzt hier auch gar nicht zu berichten. Lisk hat hier einen guten Growth hingelegt, Bitcoin Cash auch. Können Sie einfach hier mal ordnen. Ja, Civic, 50%, kenne ich gar nicht diesen Coin. Muss ich mir mal anlesen, durchlesen. Das hat meistens verschiedene Gründe, warum so diverse Coins auf Pumpen. Das heißt nicht, dass die Coins gerade gut sind. Kann verschiedene Gründe haben. Werde ich mir nachher nochmal durchlesen, was da genau los ist. Aber ja, alles in allem sind wir im Rahmen. Es gibt jetzt da keine massiven Überraschungen von bekannten Coins, die jetzt irgendwie massiv pumpen. Überhaupt nicht. Alles ziemlich stabil. Wir haben auch ein paar Coins, die in den letzten 24 Stunden verloren haben. Gerade hier Neo. Liegt bei Neo aber auch daran, dass der gestern massiv gepumpt ist und auch mal zwischenzeitlich knapp 50% plus hatte zum Vortag. Und dementsprechend wird er natürlich ordentlich verkauft. Und der hat jetzt natürlich zum gestrigen Hoch mal ein kleines Minus. Aber wie ich schon gesagt heute, wie ich schon vorhin andeuten, Lasten haben, sorry, ich krieg's nicht mehr mit den Worten, wie ich schon vorher angedeutet habe, wollen wir jetzt mal über Railblox reden. Ich sage immer Railblox noch, weil es die meisten noch unter Railblox kennen. Es heißt mittlerweile ja Nano, die haben sich umbenannt, aber es ist das Gleiche dahinter. Wir sind momentan bei 11,50 Euro, haben eine Abnahme von ca. 7% in den vergangenen 24 Stunden, aber wir schauen uns jetzt mal an, was denn bisher so los war mit Nano. Also hier waren wir noch ganz unten. Wir hatten dann Anfang Januar, zurück auf einen Monat, weil Anfang Januar hatten wir diesen massiven Spike. Jetzt sind wir hier wieder. Sorry. Anfang Januar ist jetzt hier, wir hatten diesen massiven Spike, da waren wir mal knapp bei 26 Dollar. Da habe ich mich mega für gefreut. Ich habe einen Teil Railblox verkauft, wo er bei 26 Dollar war, tatsächlich nicht ganz. Es war, glaube ich, bei 24 oder so habe ich verkauft. Habe ein bisschen Profit genommen. Wir gingen da sogar knapp nochmal auf 31 hoch, aber ich habe immer noch einen großen Teil in Railblox investiert. Und warum, werde ich euch im heutigen Video sagen. Vorher schauen wir uns hier immer noch mal kurz die Basics an, damit ihr da auch Bescheid wisst. So, also von den Markets her ist eigentlich auf jeder Börse mittlerweile gelistet. Ihr seht es ganz oben, Binance, die bekannteste Börse, KuCoin, also Railblox hat mittlerweile einen Status erreicht, wo er auf jeder Börse eigentlich zu handeln ist, sage ich jetzt mal, also auf den bekannten Börsen auf alle Fälle. Den Market Cap haben wir hier, der ist schon recht hoch und recht fortgeschritten, er ist auch auf Rang 22 der Coins total, also der Wachstum nach oben ist definitiv noch gegeben, aber der Market Cap ist auch schon auf einem Level, wo ich jetzt sagen würde, wir können jetzt nicht mehr allzu sehr erwarten, dass der Coin jetzt wirklich von heute auf morgen 1000% nach oben gehen wird und explodieren wird, wie es ja tatsächlich bei vielen ganz kleinen Coins immer noch die Chance gegeben ist. Aber wie jetzt gesagt, bei Railblox oder bei Nano sind wir mittlerweile in einem Level von einem Market Cap, wo wir natürlich schon fortgeschritten sind. Aber ich denke, Nano hat 2018 dennoch
einiges an Zug nach oben, einiges an Progress nach oben. Ich habe gestern ein Video gesehen, da meinte wer Nano $3000 in 2008, 2018, waren Amerikaner. Ja, das glaube ich nicht, $3000, aber ja, wenn wir $100 erreichen, wäre es auch schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung und würde mir auch richtig viel Geld bringen, da ich schon relativ lange bei Nano dabei bin. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was denn Nano überhaupt ist. Wir haben hier die Website und hier steht's auch schon. Digital Currency for the Real World, the fast and free way to pay for everything in life. Und da ist eigentlich auch schon das Stichwort gefallen, fast, denn es gibt nichts Schnelleres als Nano momentan. Ich habe mir hier ein kleines Spiegelzettel geschrieben, damit ich das relativ gut erklären kann. Ich gebe euch jetzt nur kurz einen Crashkurs, was denn eigentlich Nano anders macht als die anderen Coins. Und zwar, Nano offert eben diese gebührenfreien und sofortigen Transaktionen. Und um das wirklich zu verstehen, was denn Nano überhaupt macht, da muss man sich einfach einen anderen Coin anschauen. Und dann nehmen wir einfach den Bitcoin her, einfach weil er der bekannteste Coin ist. Und man kann das ganz gut mit dem Bitcoin vergleichen, denn der Bitcoin ist ja an die Blockchain gebunden und diese Blockchain beinhaltet von allen Teilnehmern die Transaktionen. Diese Transaktionen werden dann in eine Warteschleife gebracht und da warten sie dann auf einen Miner, der diese Transaktion aufnimmt und in einen Block packt. Also jetzt ganz simpel erklärt, also falls ihr das nicht versteht, müsst ihr euch nochmal die Basics ansehen zu Blockchain. Das soll jetzt nicht Thema vom heutigen Video sein, aber war jetzt nur ein kleiner Diskurs, damit ihr überhaupt versteht, was denn Nano überhaupt besser macht. Denn bei Nano hingegen hat jeder Account seine eigene Blockchain. Und diese Struktur, wo jeder Account seine eigene Blockchain hat, die nennt man dann Block Lattice. Also nicht Lattice wie den Rettich oder den Lauch, sondern Lattice mit A, also Lattice. Könnt ihr mal googeln und euch darüber einlesen. Auf jeden Fall hat Nano diese einzigartige Block Lattice, wo wirklich jeder Account seine eigene Blockchain hat. Und das Ganze funktioniert dann so, wenn ich jetzt dir Geld senden will, dann muss ich in meiner Blockchain eine Art Ausgangsbuchen erfassen, eine Ausgangstransaktion erfassen, aber im Gegensatz musst du auch eine Eingangsbuchung erfassen. Also du musst das auch erfassen, damit du diese Transaktion tatsächlich empfangen kannst. Und das Ganze geht dann wirklich unfassbar schnell. Und ich habe hier das Bild, glaube ich. Ja, hier sehen wir es. Transactions per Second. Da haben wir hier die Railblocks. 7000 plus Transactions per Second. Zum Vergleich, Litecoin haben wir hier. Ripple schafft 1500. Litecoin 50. Ethereum 15, Dash 10 und Bitcoin. Bitcoin der Senior, gar nur 7. Also hier sieht man es am besten vom Vergleich her, dass Railblocks da wirklich was Heftiges am Start hat. Im Vergleich zu Ripple, der ja auch schon wegen diesen Transaktionen per Second mega gehypt wurde, schafft Railblocks nochmal mehr als viermal so viel, fast fünfmal so viel wie Ripple in der Sekunde und dementsprechend wirklich ein interessanter Coin zum Ansehen. Und wir haben auch hier noch die Webseite offen vom Nano. Hier ist auch noch das Video, wo ihr euch anschauen könnt. Da wird das ein wenig erklärt. Was ich hier ein wenig als Kritikpunkt fast sagen muss oder auffassen muss, ist die Teamseite. Denn ich finde das Team tatsächlich ziemlich unbekannt. Mein Gottes Willen, ich meine, ich will jetzt hier keinen blamen oder so oder nichts Schlechtes reden, aber wenn man so durchschaut, dann sind das wirklich nur total junge Leute, sage ich jetzt mal. Da ist irgendwie kein erfahrener Developer am Start. Die haben jetzt irgendwie nicht so die Partnerschaften, wo ich sagen würde, okay, das sieht gut aus oder weil in den meisten Teams, wie ich auch schon bei Gitto vorgestellt habe, da sitzen dann irgendwie Leute drinnen, die schon da bei der Entwicklung beteiligt waren, die haben diesen Coin entwickelt, die waren da bei Ethereum dabei, die haben bei Bitcoin was mitgemacht, die waren bei Litecoin dabei. Das fehlt jetzt hier ein wenig, das sind alles relativ junge Leute, die haben zwar alle eine Verbindung, eine Vorkenntnis in dem ganzen Bereich, aber jetzt nichts Außergewöhnliches, will die jetzt auch gar nicht schlecht machen, aber zum Beispiel hier, dieser Devin Alexander Torres, da wird da immer so hingeschrieben, als wenn die da schon ewig dabei, irgendwie so. Der programmiert schon eine Decade, sind alles so junge Leute, wo ich jetzt nicht wirklich Bezug dazu habe. Will jetzt da auch nicht zu viel kritisieren, weil das muss ja nicht schlecht sein, es wirklich sind vielleicht extrem kompetente Leute, aber ich kenne da jetzt die wenigsten und sie haben jetzt auch nicht so die massiven Partnerschaften, was mich auch ein wenig irritiert. Ich finde das Produkt, also das, was dahinter steht, das finde ich alles gut, deswegen habe ich auch investiert. Aber es fehlen irgendwie auch noch so die riesen Partnerschaften, wo ich sagen würde, jo, das ist jetzt ein cooles Announcement. Ich habe jetzt auch wieder die letzten Tage einiges nachgelesen, ob jetzt was Neues announced wurde. Aber bis auf das Rebrand gab es jetzt nichts Neues. Und im Vergleich zu anderen Coins, heutzutage
hat ja wirklich fast jeder Coin irgendwelche massiven Partnerschaften am Start. Wenn ich mir da Vibe zum Beispiel anschaue, die regelmäßig alles Mögliche verkacken mittlerweile, von Social Media Auftritten, muss es sich aufführen wie 12-Jährige und einfach komplett daneben behandeln. Also die haben sogar Partnerschaften am Start wie Monster oder PS4 und da frage ich mich einfach, warum so ein Coin wie Nano nicht geilere oder bedeutendere Partnerschaften am Start hat. Finde ich ein wenig schade. Schau mal hier nochmal ins Subreddit rein, wo ich auch jedem empfehlen kann, dass ihr immer eure Coins in den entsprechenden Subreddits abonniert. Und ja, Mitleser haben wir hier knapp 25.000. Bei Roblox waren es vorher 52.000. Da haben wir irgendwie 26.000 noch nicht gecheckt, dass es einen Rebrand gab und ein neues Subreddit gibt. Heißt aber auch, 25.000 ist eine relativ große Zahl. Das zeigt auch schon, ich meine, es ist ein Rang 22 Coin, da brauche ich jetzt nicht viel erzählen, dass der Coin schon bekannt ist. Meine Meinung ist nämlich immer, dass man eher die Zeit damit verbringen sollte, in kleinere Coins zu investieren und sich da einen Coin rauszusuchen, denn da hat man einfach mit wenig Geld eine Riesenchance, wirklich viel rauszubekommen. Aber Roblox nenne ich eben jetzt heute als eine meiner Coins, da ich bei Roblox wirklich irgendwie in so ein Mittelding sehe zwischen sicherem Investment und trotzdem noch einiges an Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen. Es ist irgendwie so ein richtiges Mittelding, weil da hat man nicht mehr so viel, weil ich finde, Bitcoin zu kaufen oder Litecoin ist mittlerweile eher, ja gut, es ist eine sichere Investition, denn wenn ich glaube nicht, dass andere Altcoins irgendwie explodieren und gerade so die Top 3, Top 4 Altcoins irgendwie auf der Strecke bleiben, das glaube ich nicht. Es ist immer noch eine sichere Investition. Aber ob denn der Bitcoin jetzt wirklich die Rendite macht, die ein Coin macht, ein kleiner Coin, der wirklich von 5 Cent auf 2 Dollar steigt, das müsst ihr euch nur mal ausrechnen, wie viel ihr da verdient, wenn wirklich so ein kleiner Coin wirklich mal auf die Decke geht. Das Risiko ist natürlich immens höher, deswegen würde ich da auch nie mehr als 100 Dollar oder so reinstecken, außer ihr seid euch extrem sicher. Aber wie gesagt, Roblox ist für mich noch das Mittelding zwischen gerade noch so sicheres Investment, wo ich jetzt nicht irgendwie erwarten würde, dass die jetzt komplett crashen würden, aber auch noch genug Raum nach oben, um dennoch ein wenig an ordentlichen Renditen zu bekommen. Und da würde ich jetzt das Ganze immer ein wenig zusammenfassen noch. Also vom Risikofaktor her würde ich Roblox jetzt so bei 3 von 10 sehen oder 2 von 10 gar. Also je weniger, desto besser beim Risikofaktor. Beim Gain-Faktor, also wie viel ihr da verdienen könnt, würde ich Roblox jetzt so eine 7 bis 6 von 10 geben, weil der Market Cap ja schon sehr, sehr hoch ist, aber die Technologie dahinter dennoch da ist. Also ich würde den Growth definitiv vorhersagen für 2018. Ob der jetzt so extrem immens ausfällt, wie ich es mir wünsche, steht noch in den Sternen, da es immer noch ein paar Kleinigkeiten gibt, die geklärt werden müssen. Aber eben alles in allem eine solide Investition. Das Team ist halt ein wenig unbekannt, da müsst ihr euch selber ein Bild machen und vielleicht ein bisschen recherchieren. Das ist immer gut. Genau, zum Team wollte ich noch was sagen. Ich finde es auch relativ unprofessionell, die Fotos. Wenn ich so eine Company habe wie Nano oder Roblox, das sind ja wirklich schon Millionen im Spiel. Also ein Market Cap von 1,5 Milliarden Euro, Dollar, sorry. Ja, da mache ich doch nicht, ist jetzt den Herrn hier mit der Brille, da haue ich doch nicht ein Selfie rein, was ich gerade vor 2 Minuten geschossen habe auf der Straße irgendwie. Weiß ich nicht. Für mich, ich studiere Wirtschaft, also ich bin auch BWLer, ich bin leidenschaftlicher BWLer, mir gefällt BWL, ich interessiere mich für Marketing, Unternehmensführung und so weiter. Und das ist eben etwas, was mir sofort ins Auge sticht. Ich hau doch keine Selfies auf meine Firmen-Homepage. Das macht irgendwie keinen guten Eindruck für mich. Auch dieses Bild hier links vom Colin Limayo, das ist ein Bild von einer Webcam geschossen, das irgendwie total eine schlechte Quali hat. Finde ich, gehört nicht auf auf eine Firmenwebseite. Da könnten sie ruhig ein professionelles Teamshooting machen, einheitlich. Aber ja, das waren jetzt nochmal meine Meinung zum Team. Das ist für mich der einzige Kritikpunkt, den ich hier ein wenig sehe. Ansonsten schaut euch Nano an. Wie gesagt, es ist natürlich wie immer keine Finanzberatung. Ihr müsst euch selber im Klaren sein, ob ihr denn den Coin tatsächlich erwerben wollt. Ich führe lediglich hier eine Diskussion mit meinen Freunden, die hinter den Bildschirmen sitzen, und gebe euch ein Bild, was ich von dem Coin halte. Ich halte Nano und ich werde ihn auch weiterhin halten, da ich ja, wie ich im Video bereits erklärt habe, ich sehe ein potenzielles Wachstum für 2018. Ich halte den Nano auch schon relativ lang, wo er relativ niedrig war. Also ich mache sowieso Gewinn momentan. Habe auch schon ein bisschen Profit rausgezogen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif, euer CryptoBase Germany.